Liebe Freunde der Kunst und Kultur, eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst muss mehr bieten, als das bisher erforderlich war. Sie soll die Besucher ergreifen, sie hineinziehen, sie zu einem Teil der Kunst machen. Immer häufiger steht nicht mehr das einzelne Objekt im Mittelpunkt, es werden vielmehr ganze Räume gestaltet, in denen Werke zur Aufführung kommen und sich ereignen. Dabei werden oft unterschiedliche Kunstformen miteinander verbunden und ins Gespräch gebracht. Es gibt Tanz-Theater-Performances, bei denen Töne wie Worte und Worte wie Farben sind. Ihre Bedeutungen soll man auch nicht nur mit dem Auge und dem Ohr, sondern mit dem ganzen Körper fühlen. Betrachter sind keine Statisten mehr, sie werden zu Mitspielern in einer großen ästhetischen Totale, in der vollendeten Gegenwart des Hörens, Sehens und Fühlens. In dieser Art der Kunst geht es vor allem um eine möglichst dichte Atmosphäre, die den Abstand zwischen Zuschauer und Objekt beseitigen und beide zu einer innigen Gefühlsgemeinschaft verbinden, sodass die chaotische Welt draußen plötzlich geordnet und sinnvoll erscheint und noch das Fremde überraschend vertraut wird. Noch bevor der Zuschauer dies mit dem Verstand begreift, soll er es mit den Sinnen aufnehmen. Die Kunst der Atmosphäre zielt nicht auf Reflexion und Kritik, nicht auf Erkenntnis und Diskurs. Sie zielt auf leibliches Verstehen, auf Präsenzgefühle und Gegenwärtigkeit, auf Emotion und Gestimmtheit.